Schönen guten Morgen, Frau Mechaplus. Unser Detlef wollte gezeigt haben, wie man ein Werkstück bemaßt. Das machen wir jetzt mal anhand unserer Spannfratzen. Ich kopiere die jetzt erstmal. Transformieren. Verschieben mit Kopie. Und mache da erstmal eine Kopie davon. Haben wir das mal weggeschoben. Dann drehen wir die mal rum, dass die einen sinnvollen Winkel da stehen. Grad. Dann tun wir mal das obere ein bisschen wegschieben, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. So, dann fangen wir hier an zu übermaßen. Das da vorne kann ich auch rechnen. Beziehungsweise das, was ich halt nicht brauche. Sollte man eigentlich das hier schön machen, damit es optisch korrekt ist. So, jetzt fangen wir mal an dem hier an. Ganz einfach hier die Funktionen bemaßen. Multibemaßen. Ortho. Gut, wie spricht man das aus? Egal. Multibemaßung. Da kann ich ja einfach mal hergehen. Huch, und zeigt ihm jetzt Winkel an. Vielleicht keinen Winkel bemaßen. Süß. Vorführeffekt. Das ist bei dem oberen genauso. Ach so, logisch. Also noch einmal Reset. Ich glaube, ein bisschen früher heute. Also, Multibemaßung. Dann haben wir hier dieses Maß. Und dann dieses Maß. So, die nächste Funktion habe ich das hier. Man kann die Schriftgrößen kann man definieren. Das geht hier unter Einstellungen. Ach, wo geht das wieder? Ich suche das jedes Mal, wo das genau geht. Maßgeometrie. Das ist der Abstand hier. Ja. Das wollen wir aber nicht. Einstellung. Text. Müsste jetzt gucken, wo man das einstellen kann. Ist das erstmal egal. So, dann haben wir hier noch weitere Maße. Das Maß hier zum Beispiel. Und das Maß hier. Was haben wir da noch? Wir haben hier noch ein paar Radien dran.
Ja, ich müsste die Schriftgröße kleiner machen in dem Fall. Das mache ich jetzt nicht. Was ein Fummel ich das wieder beim nächsten Mal wieder rum. So, dann haben wir hier noch das hier. Und die Länge können wir auch vermaßen. Ist eigentlich ganz einfach. Man muss ein bisschen spielen mit den Funktionen. Und dann kann man das vermaßen. Da haben wir noch einen Winkel. Bisschen drauf. Ja. Sieht es ein bisschen wild aus, aber egal. Wie gesagt, müsste ich die Schriftgröße kleiner machen. Und dann sieht es auch besser aus. Ich gucke jetzt mal kurz, wie das geht mit der Schriftgröße. Oder machen wir das mal geschwind ordentlich. So, ich habe das jetzt gefunden. Ist ganz einfach. Geht unter Text. Dann muss ich hier umschalten auf Bemaßung und kann dann hier die Maße beeinflussen. Vorher war 5 drin. Dann sieht es wieder so aus. Und wenn ich das wieder umschalte, Bemaßung 2. Dann ist es wieder klein. Jetzt kann man auch die Bezugsmaße den Abstand einstellen. Bemaßung, Maßgeometrie, Abstand bei Bezugsmaßen. Machen wir mal 5. Jetzt ist mein Fenster zu klein, ist auch nicht schlecht. So, und wenn wir das jetzt neu machen, dann macht er das enger. Ich zwische jetzt mal an dem anderen. So. Noch eine ganz von der Geometrie her richtig der Abstand von der Maßzahl müssen wir noch ein bisschen anpassen. Aber dann passt das. So, dann geht das genauso hier wie vorhin auch. Ich gebe hier meine Maße macht man normal so nicht, auch egal. So nur zum Zeigen sein, wie es prinzipiell funktioniert. Kann man das mal mitnehmen und das mal mitnehmen. Die Radien wieder und so weiter und so weiter. Der Winkel hat man ja vorhin schon. Ja. Ungefähr so. Ich hoffe, das soll es gewesen sein. Oder ich denke, es soll es gewesen sein. Ich wünsche euch was. Detlef, viel Spaß beim Angucken. Euer Mechaplus-Team.